So, da bin ich wieder, euer Chani mit LS19 und der Agrarhalbinsel. Ich habe jetzt hier gerade mal zwischen Feld 4 und Feld 11 mal so ein bisschen die Bäume weggemacht und jetzt mal meinen Hänger beladen. Hab mir am Ende des Feldes habe ich mir so eine mobile Fräse aufgestellt, weil das ja meine Länder sind. Und jetzt seht ihr ja schon, dass ich hier so zwei Bäume drauf habe. Der eine war ganz schön groß. Hier stehen auch noch ein paar davor. Ich fahre das jetzt einfach hier nehmen und überlade das dann. Ist jetzt nicht in der Dings drin. Ein Stück vorfahren hier. Ich hoffe, dass ich aussteigen kann. Jetzt benutze ich den Trecker als Treppe. Ups. Damit ich da besser rankomme. Und greifen wir mal das erste Stück. Das mache ich ja nicht umsonst hier, also da gibt es ja auch ein bisschen Geld für. Man sieht, mal gucken. Immerhin 31 Euro. Jetzt hänge ich hier schon wieder fest. Entschuldigung. Bin wohl nicht dicht genug dran. Mal wieder Zwischenfalle. Ja, langsam kommt es mir vor wie ein Jump'n'Run-Spiel. So, ja, mal gucken, was so ein dickes Ding hier bringt. Die waren ganz schön schwer. Oh, 160 Euro fast. Was? Also die waren echt, da muss, habe ich gedacht, so, oh, jetzt machst du mal ein Meterstück. Ja, Pustekuchen, ne? 6 Meter Stück, 20 Zentimeter oder so, das waren richtige, da konnte man richtig, weiß ich nicht, keine Ahnung, stärker als ein Bein, wie ein Elefantenbein schon fast. Manchmal bleiben sie auch ein bisschen hängen, dann muss man hier halt ein bisschen nachhelfen. Was man ja eigentlich nicht macht im echten Leben, so wegen Arbeitssicherheit und so. Na los, komm raus hier. Okay, dann machen wir das. Dann machen wir den dicken hier. Ja, das ist ein ganz gutes Zugeld, ne? So. Wenn man sich zu schnell bewegt, dann lässt er das gerne mal fallen. Ich habe hier ja noch ein paar Bäume liegen. Ich hatte mir so ein Dingens bestellt hier. Wo ist es denn? Holzwirtschaft, Forstwirtschaft, Forstmaschinen. Genau, diesen Fliegel Long Neck Kombi Plus, den habe ich, der liegt da hinten noch bei den Bäumen. Dann kann man ganz gut Bäume schleppen. Die Stubbenfräse hier, die steht hier auch noch. Damit kann man ja die Baumstümpfe aus dem Erdreich entfernen, damit dann der Trecker auch die großen Auslaufzonen nimmt. Also jetzt sieht man ja, dass hier alles schön frei ist. Vorher stand ja eine ganze Reihe Bäume. Ja, einfach mal die Landschaft ein bisschen bearbeiten, so dass man sie agrartechnisch nutzen kann. Das wird dann wahrscheinlich mehr bringen, das ist 131. Ist jetzt nicht viel, aber die Masse macht's halt, ne?
hochspringen, okay. Ja, das hatte ich mir ursprünglich so gedacht. Das werde ich dann im späteren Spiel auch noch so machen. Dass ich dann halt immer Bäume halt zum Sägewerk bringe. Jetzt will er gerade nicht so, wie ich das will. Der hängt hier auch irgendwie fest. So, wo fallen wir jetzt hin hier? Was ist das hier? Schleute. Hier ist auch noch so ein dickes Ding. Ja, dann hat man natürlich, habe ich mir eine Kettensäge gekauft, dann kann man die schön auseinanderschneiden. Wenn man dann weiß ungefähr, wie weit man die auseinanderschneiden kann, wenn sie etwas dicker sind. Die bringen jetzt nicht so viel. Ach doch, 180, okay. Und vielleicht variiert ja auch der Holzpreis gerade ein bisschen. Den Hänger mal noch ein bisschen leer. Den Anhänger. Ja, hier mit den großen Stücken, die bringen ja ganz schön viel für das bisschen Holz, aber gut, letztendlich macht es ja die Masse. Wenn ich hier so einen kleinen Ast reinschmeiße, ist klar, dass er nicht so viel bringt, wie wenn ich jetzt hier so eine Holzplatte reinschmeiße. Kommt ja viel mehr Holz bei raus als wenn ich dann 10 Äste reinwerfe. So, was sind wir hier noch? Das ist Birke mit der weißen Rinde. Die Leute, die es interessiert, werden es wahrscheinlich auch schon wissen. Und das hier, keine Ahnung, das war aus wie ein Ahorn oder so. Das war ganz schön dickes Holz. Also der Stamm war ganz schön, der untere Stamm war ganz schön dick. Vielleicht auch eine Eiche. Was muss da reingehen eigentlich? So, dann haben wir den Hänger auch gleich leer. Erstmal alles hier so rüber. Okay, der war zu weit. Hier so Astgabeln, ne? Natürlich auch mega schwer. Ah, jetzt haben wir gerade eine kleine Verstopfung hier. Ah, manch ein Ast findet dann doch mal irgendwie einen Weg dadurch. Die Verstopfung. So, da ist der jetzt leer. Trecker auch wegfahren. Aus dem Dings. Ja, dann zeige ich euch das eben nochmal mit dem. Ich werde jetzt erstmal noch die Verstopfung lösen hier. So, daran kann es liegen. Nein, daran kann es nicht. €217, krass.
Ja, das ist wieder eine Birke hier. So, dann haben wir hier noch ein Ästchen, das ist ja rübergefallen. Gut. Nur mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen hier, das ist ein bisschen Platz. Hier ein bisschen Platz haben. Dann geht es gleich weiter. Genau, den noch weg hier. So, dann müsste es eigentlich hinhauen. Ja, dann, das ist jetzt hier irgendwie nicht mehr so leicht. Da war er jetzt eben da. Letztendlich fällt er trotzdem weg. Ja. Na gut, dann nehmen wir den jetzt auch und gucken mal, ob der. Ja, muss eigentlich komplett hochgehen, ja. So, dann haben wir hier wieder ein bisschen Platz. Hier ist auch noch ein Ast. Reinschmeißen. Es ruckelt hier ein bisschen, habe ich so den Eindruck. Da liegt ja auch noch ein kleiner Ast. Na, was ist denn jetzt hier? Nur der ist runtergefallen, das kann natürlich auch sein. Rausnehmen. Okay, da hat sich dann nichts mehr. Ach, da liegt ja auch noch ein Baum. Ja, den machen wir dann später. Jetzt zeige ich euch das nochmal eben mit der Stufenfräse. Ich vorne das Gewicht mal zur Seite legen. Oh je. Ist das einer? Das ist doch einer, der ein bisschen Geld bringt, oder? Ist der nicht runtergefallen? Ja. Wir gucken mal an. Nein, jetzt haben wir fast. Also ich habe mit 160.000 angefangen, jetzt haben wir 4.000 Euro gemacht. Immerhin, ne? Das wird nicht so viel, aber ich würde sagen, wenn du so einen ganzen Baum da reinklopst, bringt schon ein bisschen was. Wie gesagt, die Masse macht es halt, ne? Und wenn du das dann vielleicht noch beim Sägewerk abgibst und so einen ganzen Baum mal, dann bringt das wahrscheinlich noch eher was. Also. Jetzt wird es ein bisschen lauter. Jetzt fräse ich halt die Stümpfe weg, die noch in der Erde sind. So, der ist weg. Damit der dann mit seinem Flug oder was auch immer er da lang fährt, noch hängen bleibt hier. Beziehungsweise. Ich weiß gar nicht, ob jetzt Bäume auch neu wachsen. Weil hier ist zum Beispiel eine kleine Tanne. Hier ist zum Beispiel eine kleine Tanne. Sieht so aus, als wenn sie gerade im Wachstum ist. Ich weiß auch nicht, wie schnell so ein Baum wächst. Weil ich ja Wachstum auch oft ganz schnell gestellt habe. Oh, das hat glaube ich gar nichts. Man kann ja auch noch Bäume pflanzen.
So, was haben wir denn drauf? Ja, und die Bäume, die hier noch stehen, die habe ich angesägt, aber die sind nicht umgefallen. Die können wir auch gleich nochmal umkippen. Es gibt da auch noch andere Modelle von. Das will ich jetzt nicht, oder? Jetzt. Der ging, der ließ sich nicht anheben hier. Gucken, ob er jetzt kann man den schieben, okay. Können wir den jetzt ja versuchen hochzuheben? Er lässt sich nicht hochheben. Keine Ahnung, was mit dem ist. Ob man den nochmal zerteilen muss, aber so schwer ist er eigentlich nicht. Ja, wo geht's? Den anderen nochmal probieren jetzt. Jetzt geht's. Und, ups. Das war zu schnell gedreht. So. Dann machen wir noch die Stimme weg und dann. Ja, genau. Hier hinten waren noch so große Stümpfe. Müssen wir dann nochmal richtig. Ja, genau. Die kriege ich auch nicht tiefer gesägt. Sonst hätte ich das natürlich gemacht. Weg, Gott sei Dank. Der hätte dann noch ein bisschen. Ist auch noch einer, der hängt in der Luft hier. Ich weiß nicht, was mit dem ist, ob man den wegfräsen muss. Ja, kann man nicht fräsen. Kann sein, dass ich da ein Stück. Ne, das ist ein Grafikfehler wohl. Hier kann man das schön die Fräse sehen hier. Hauptsache es dreht sich schnell, dann kann man mit fast allem schneiden. Ja, einen Fendt habe ich mir jetzt noch einen zweiten gekauft. Einen mit so einem, ja, können ja beide hier so eine Dings aufnehmen. Das ist so ein Frontlader. Jetzt auch noch einer. Den habe ich ganz tief abschneiden können, das ist ganz gut. Aber es ist auch ein Grafikfehler hier. Schalten so, aber hier kann man ja was rein rüberfahren. Und gucken wir mal, ob hier noch was ist irgendwo. Hier scheint, ja genau, das ist das, was wir nicht. Hier ist noch einer. Da nicht, ich krieg den nicht weg.
Okay, dann lassen wir den Motor aus hier. Aber rüberfahren können wir, okay. Ja, wie ihr seht, habe ich ja gesagt, ich habe die angeschnitten, die Bäume, aber die sind nicht umgefallen beim Abschneiden. So. Und ja, wenn euch das Video bis hierher gefallen hat, weil unsere Zeit ja schon wieder um ist, also wenn euch das Video bis hierher gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen da. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, tschüss, euer Chani.